Das ist Liv. Sie isst total gerne Möhren. Aber wie wachsen Möhren eigentlich? Das will Liv jetzt mal herausfinden. Also erstmal, Möhren wachsen in der Erde. Deswegen bohrt Liv mit ihrem Finger ein paar Löcher. Mit ihrer Hand misst sie den Abstand zwischen den Löchern. Und was kommt in die Löcher rein? Liv hat da so ein Tütchen. Und da drin sind kleine Körner. Das sind Samenkörner. Und daraus sollen wirklich Möhren wachsen? Mal sehen. Ganz vorsichtig legt Liv in jedes Loch genau ein Samenkorn. Und dann kommt wieder ein bisschen Erde drüber. Und jetzt Wasser. Viel Wasser, damit die Samen in der Erde besser wachsen können. Und was für ein Wunder dann in der Erde mit dem Samenkorn passiert, das zeigen wir euch jetzt mit einem Trick. Da ist das Samenkorn. Da wächst zuerst was Weißes raus. Das ist die Wurzel. Und dann wächst dann noch was anderes aus dem Samenkorn. Etwas Grünes. Das sind die ersten winzigen Blätter von der neuen Möhrenpflanze. Und diese Blätter, die schieben sich nach oben aus der Erde raus, dem Licht entgegen. In der Mitte, zwischen den Blättern, da wächst noch was raus. Das ist das erste richtige Möhrenpflanzenblatt. Liv hat jetzt lauter winzige Möhrenpflanzen in ihrem Beet. Die müssen natürlich noch ganz schön wachsen. Nach ein paar Wochen ist Liv sehr gespannt, wie es jetzt in ihrem Möhrenbeet aussieht. Die Blätter sind schon viel größer geworden. Und da unten, da kann Liv tatsächlich was Orangefarbenes entdecken. Das sieht wirklich aus wie eine Möhre. Na, mal sehen, wie es aussieht, wenn die Möhre in der Erde wächst. Das geht wieder mit unserem Supertrick, mit dem man in die Erde gucken kann. Da, das ist unsere Möhre. Und jetzt schaut mal, sie wird immer dicker. Unglaublich. In Wirklichkeit dauert das viele Wochen. Und wenn die Möhre dick genug ist, dann kann Liv sie ernten. Bisschen Erde weg, ein bisschen ruckeln und rausziehen. Und während die Möhren so richtig schön lang geworden sind, hat Liv ihre Haare so richtig kurz geschnitten. Schon toll. Aus jedem Samenkorn, das Liv eingepflanzt hat, ist tatsächlich eine neue Möhre gewachsen. Jetzt möchte Liv natürlich wissen, ob ihre Möhren auch schmecken. Aber besser erstmal vorher waschen, damit es nicht so zwischen den Zähnen knirscht. Und wenn die Möhre sauber ist, kann man sie essen. Na, wie schmeckt deine Möhre? Lecker, sehr, sehr lecker. Prima, dann guten Appetit. Mehr vom Elefanten in der ARD Mediathek.